Und für mich als langjährige Touristin, ich war, seit ich Kind bin, viel im Südtirol zu Gast, ist es vor allem der Speck, auch die spezielle Art des Dörkelens. Ich bin jetzt Wahlwienerin, bei uns geht man zum Heurigen, das ist ganz was anderes. Ich finde, der Wein hat ganz spezifische Geschmäcker. Die Globalisierung ist in den Köpfen gelandet und wir haben in den letzten Jahrzehnten ganz stark Richtung Westen geschaut, Richtung USA, und jetzt ist sozusagen die große neue Faszination Asien. Die asiatische Küche hat hier viele Antworten, sie ist besonders schnell, sie ist besonders gemüsereich, sehr farbenfroh, sehr spicy, sehr gewürzig und bietet hier sozusagen viel Inspiration für neue Lösungen. Weil wir vielleicht in einer Stadt schon in fast allen Ländern der Welt essen können, gibt es eine große Sehnsucht wieder nach dem Regionalen. Was mir noch ein bisschen abgeht, ist sozusagen diese Liebe zum Gemüse, wie ich sie beim Markt kenne, aber nicht immer auf der Speisekarte finde. In dem Bereich, glaube ich, gibt es eine große Sehnsucht, sozusagen auch das Alpine, hier die stärkereichen Getreideinnovationen und auch die Gemüseinnovationen ein bisschen voranzutreiben.